Ja, moin, da sind wir mal wieder. Heute gibt's mal wieder eine Folge Satisfactory und auf geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir waren beim letzten Mal dabei und wollten Licht ausmachen. Nein, wollten wir nicht. Wir wollten vor allem den Weltraumlift bauen. Und wir haben hier oben schon eine nette kleine Plattform vorbereitet. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns den schon leisten können. Weltraumlift? Ja, ein bisschen Beton brauchen wir noch. Aber das sollte nicht das Ding sein. Ich denke mal, wir haben noch ein bisschen was da. Hier laufen unsere Eisenplatten. Ach, super. Ich muss hier noch irgendwie einen Steg rüberbauen. Das werden wir bei Gelegenheit mal machen. Das machen wir, glaube ich, in dieser Folge. Also langsam kann man hier kaum noch langlaufen. Das missfällt mir. So, wie viel haben wir denn da? Ah, könnte eng werden, wa? Ja, wird verdammt eng. Weltraumlift. Nee, fehlt noch ein bisschen was. Dann bauen wir erstmal einen Steg, dass wir das Ganze hier ein bisschen besser begehen können. Ich glaube, wir setzen den hier an der Seite irgendwie lang. Ich glaube, das halte ich für eine gute Idee. Wir gucken mal. Vorher starten wir noch einmal die Forschung. Hier soll ja nichts irgendwie verschütt gehen. Weil, das dauert ja mal ein bisschen. Und wir wollen ja langsam mal zu unseren Kohlekraftwerken hier kommen. Auch wenn wir jetzt gerade dafür gesorgt haben, dass wir erstmal genug Biotreibstoff haben. Aber meine Güte. Muss nun mal sein, ne? So, halt. Was können wir denn da noch Schönes in den Analysator legen? Festplatte, warum ist denn das? Achso, die Analyse von Paleobeere ist abgeschlossen. Bitte wählen Sie ein neues Projekt. Mehr kriegt er nicht? Ist ja Wahnsinn. AM-Panzer und Beryllus. Dann machen wir das mal fix. 5 Minuten, das schnell gemacht. Und was brauchen wir hier fürs Upgrade? Ach, die muss ich jetzt erst erforschen. Ja, dann hau rein. 50 Eisenplatten haben wir locker übrig. Ach ne, Eisenbarren. Ach, da habe ich welche gesehen. Haben wir doch noch welche? Moment, da. Zack. Gib ihm. Jetzt können wir die auch günstig herstellen. Wupp, wupp. Das ist doch herrlich. Neue Teile. Und das braucht nicht mal Zeit. Das ist ja noch viel cooler. Objektscanner. Okay. Sag mal, haben wir noch irgendwo Bären? Da haben wir Bären. Machen wir auch gleich. Zack. Braucht auch keine Zeit. Super gut. So, jetzt haben wir hier noch Sprungflächen und die Farbpistole. Wir machen jetzt mal die Sprungflächen, wa? Kabel haben wir nicht genug. Das kriegen wir hin. Da haben wir mehr als genug von. 100 Stück waren das irgendwie gerade. Boah. Die gehen ja glücklicherweise echt schnell. Da könnten wir vielleicht auch nochmal so eine Seitenproduktion von machen. Zack. Dass wir... So. Ne, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir. Meilenstein festlegen. Ein paar Eisenplatten. Ein paar Eisenstangen. Und Kabel. Und gib ihm. So, haben wir das auch schon mal drin. Dann bauen wir jetzt erstmal Treppen. Wo haben wir die denn? Ist das hier mit drin? Nö. Nee. Logistik? Auch nicht. Organisation? Da sind sie. Gehwege. Und schon dreht der Hund wieder frei. Wupp, wupp. Endlich. So, fangen wir mit Oh, da brauchen wir Eisplatten und Eisenstangen für, das ist ja auch interessant. So, wie groß ist denn das? Komm mal hier hoch. Ne, da unten will ich das nicht haben, das ist doof. Naja, ist am Ende nicht so wild, aber... Will ich das hier haben? Eigentlich nicht. Hier geht das, was soll denn das? Das ist doch scheiße. Wir könnten... Das ist genauso breit. Nee, das ist nur ein Viertel. Dann. Boah, ist das.
Das ist ja noch buggy. Das ist ja ätzend. Oh, nee, das wollte ich nicht. Komm. Nochmal. So. Ah, da war es auch richtig. Da war es auch richtig. Warum? Nein. Ja. Ah. Ah. Warum geht das hier und da nicht? Das ist doch scheiße. Ich will das hier hochbauen. Komm. Ey, das ist doch Mist, ey. Dann machen wir einmal so. Und dann bauen wir das einfach hier ran. Warum nicht? Warum nicht? Ah! Ich krieg schon wieder einen Rappel, ey. Warum baust du denn das da nicht hin? Ist da irgendwas drunter? Kettensäge. Können wir das wegmachen? Oh, weg. Nö. Gut, aber dann versuchen wir hier nochmal einen Steg gegenzubauen. Ah, jetzt haben wir es. Ah, nein! Ah, nicht mein Tag. Nicht mein Tag. Fängt jetzt schon scheiße an. So. Drehen, drehen, drehen. Dann haben wir das so. Und können wir jetzt noch ein Fundament drunter setzen? Ja, sehr schön. So, lasse ich das hier dran? Eigentlich will ich das hier nicht haben. Wie sieht denn das aus, wenn das nicht da ist? Genauso gut. Sehr schön. So. Bauen wir gleich zwei Rampen hoch. Eigentlich nicht nötig, ne? Eigentlich können wir das ganz easy so machen. Drehen, drehen, drehen. Und so. Und dann bauen wir da weiter hoch. Zack, zack, zack. Jetzt steht natürlich dieser blöde Mast im Weg. Hm. Na ja, gut. Setzen wir den um. Das passt. Ah, das passt. Sehr schön. Achso. So, und dann kriegst du Strom woher? Okay, okay, okay. Von dem. Steht erstmal ein bisschen was still, das ist aber gar nicht weiter wild. Das machen wir. Nicht genug Freiraum. Achso, ich darf die Wand da drüber bauen, aber das ist ja mal. Wie sehr nervt das denn? Wie sehr nervt das denn? Dann müssen wir mal einmal gucken. Ist da. Die Wand ist im Weg, dann nehmen wir die mal einmal weg. Und gucken da nochmal. Das ist doch scheiße. Naja. Gut. So. Dann brauchen wir noch ein paar Kabel, habe ich gerade gesehen. Das machen wir fix. Oh, jetzt habe ich das Ding wieder im Ohr. Oh, ding. Nerv, ey. Weg damit. So, von da nach da. Und du gehst dann dahin. Okay. Gibt's dem Strom und meine Güte, habe ich das mittlerweile verschachtelt. Ist ja unglaublich. So, läuft jetzt wieder alles? Ich glaube, ich muss hier bei Zeit mal Außenstrom anlegen. Das macht, glaube ich, ganz schön Sinn. So, hier wieder alles am Laufen. Kicken, kicken, kicken. Sieht, da war gerade kurz gelb. Warum war da gelb? Egal. Es läuft erstmal. So, jetzt haben wir den da weggerissen und jetzt können wir hier weiter unsere Rampe hochbauen. Wahrscheinlich mache ich es praktisch trotzdem nie. Aber geht ums Prinzip, ne? So, hier einmal eine Kurve rum. Oder bauen wir hier? Wie machen wir das so? Das finde ich, glaube ich, cool. Ja, das finde ich gut. So. Da bräuchte man wieder Kurzwahltasten, ne? 10 sind einfach nicht genug. Ja, wir kommen hier trotzdem rüber, das ist okay. Mal sehen, wie sehr mich das ästhetisch gleich stört. Und dann machen wir hier noch wieder einen Gehweg runter nachher. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. So. Noch einen. Dann wieder einmal eine Kreuzung.
dass wir wieder runterkommen. So. Weiter gerade rüber. So. Und so. Wieder eine Kreuzung. Ah, hier haben wir jetzt den. Na, das finde ich gar nicht so schlimm. Obwohl es eigentlich zum Durchfahren gedacht, ne? Ja, wir gucken mal, wie sehr es mich stört nachher. Wenn nicht, abreißen können wir immer noch. Wir haben zum Glück genug von allem erstmal. So. 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 Dann gleich wieder so eine hier. Zack. Und so. Dann machen wir einmal noch eine Kreuzung. Oh, was? Was ist das denn? Aufgabentabelle? Ah, ich kann gucken, was ich... Ah, das ist ja echt cool. So, machen wir hier nämlich erstmal einen Weg runter. Zack. So. So. Und so. So, dann können wir damit erstmal leben. Hier machen wir auch eine runter. Können wir da lang. Hier auch eine runter, können wir da lang. Und hier auch eine runter, können wir da lang. Und hier reisen wir nochmal weg. Da will ich nämlich auch runterkommen. Ich meine, es macht wenig Sinn, hier runterzukommen, aber meine Güte. Der Ästhetik halber, was man so macht, ne? So, dann können wir hier oben cool langlaufen. Und müssen hier nicht mehr querfeld einrennen. Mal sehen, stört mich das, stört mich das, stört mich das. Bei Eisenplatten stört es mich nicht. Bei Eisenstangen auch nicht. Nö, ist doch in Ordnung. Kann man mitnehmen. Ich glaube, das geht klar. Das geht voll klar. So, hier zwei Wege hoch. Herrlich. Kommen immer noch an unseren Container ran. Super. Läuft. In der Zeit haben wir ordentlich Beton gefarmt. Und können jetzt, und wie wir gerade gelernt haben, das machen wir mal dazu, das einfach hier reinhauen. Brauchen wir ein paar Eisenplatten. Haben wir genug. Nehmen ein paar extra auf. Und Eisenstangen brauchen wir auch noch. Zack. Oh, herrlich. So einfach und so effektiv. So, haben wir auch genug. Das heißt, wir können unseren Weltraumlift bauen. Wuhu. Oh, was ist denn hier passiert? Egal. Ganz egal. Ich bin noch im Bild, das ist schön. Und dann klotzen wir hier unseren Lift hin. Und? Nein. Nein. Nein, jetzt nicht. So, mal gucken, ob die Grundfläche reicht. Special Weltraumlift. Ja, reicht. Nach hinten hin sehe ich es leider nicht. Das Ding eigentlich... Ja, es hat Zufuhrdinger. Danke, Hund. Vielen Dank, Hund. So. Kannst du mir jetzt weniger auf den Sack gehen? Was hältst du davon? Wir gehen nachher gleich raus. Hm? Ist versprochen. So, jetzt sieht man mich wieder nur so halb. Hat er mir einfach die Webcam umgeschmissen. Die Sau. So. Sieht jetzt wieder nur halb so schön aus, weil ich da... Oh, ich hatte die so schön positioniert, Hund. Musste das jetzt sein? So. Gucken wir mal. Das passt immer noch nicht so recht. Ich schneide das nachher mal raus. Ja, ist nicht schön, aber selten. So, Weltraumlift. Dann können wir, links und rechts können wir Zufuhr machen. Das ist erstmal super. Und ob es hier vorne passt, sehe ich nicht so genau. Aber wir bauen das erstmal so. Meine Fresse. Riesenteil. Geilo. Das ist das erste Mal, dass ich baue tatsächlich. Ne, soweit habe ich bisher noch nie gespielt. Hund, ich spiele jetzt nicht mit dir. Ich spiele gerade mit Menschen. Nicht mit Hunden. Ne? Ach, Dicke.
Wow, was passiert denn hier jetzt noch? Ah, das Kabel kommt. Moment, das will ich sehen. Scanner-Auto aus Versehen gestartet. Wuff. Okay. Das geht voll klar. Und eingehakt. Geil. Das fetzt für den Mark. Ja, wenn das mal nicht eine Landmarke ist, dann weiß ich auch nicht. Inmitten von allem. Geil. So, was kann ich denn damit jetzt machen? Hä? Na, bisschen buggy gerade. Was ist hier los? Nee, runter will ich. Komm. Geht doch. So, du schöner Weltraumlift. Konfigurieren. Ah. Okay. Montageprojekt Plattform. Lieferung schaltet frei, Stufe 3 und 4. Ah, Eisenplatten und Rotoren. Okay. Die kann ich hier direkt zuliefern oder wie mache ich das? Ja, scheint mir so. Denn reinpacken kann ich die, glaube ich, nicht. Okay. Naja, gut zu wissen. Eisenplatten haben wir schon mal angefangen. Lelo jetzt nicht. Ne, wir gehen nachher gleich. So. Aber, feini fein, Eisenplatten fertigen wir schon. Wir könnten das jetzt theoretisch schon anschließen. Was brauchen wir denn für Rotoren, um die herzustellen? Gucken wir doch einfach mal. Zack. Hüpfe ich hier doch wieder lang, habe ich doch gesagt. Ne? Es kommt, wie es kommen soll. Zack, zack, zack. Rotoren. Da brauche ich Eisenstangen und Schrauben. Das ist ja kacke. Brauche ja viel mehr Eisenstangen als gedacht. Ne, wir haben ja hier noch einmal... Halt, hier mir so lang. Wir haben hier noch einmal Eisenstangen... Schrauben abgezwackt. Aber ich glaube, dafür würde ich jetzt tatsächlich lieber eine neue Eisenleine einrichten. Und die würde ich einfach stumpf da drauf setzen, glaube ich. Ja, das machen wir. Wir nehmen einmal die wichtigsten Sachen mit. Da sind auch nur Eisenstangen. Hier haben wir Eisenplatten. Concrete müssen wir genug dabei haben. Kupferkabel haben wir jetzt noch. Draht meine ich. Nicht so viel, da packen wir nochmal einen Stack ein. Zack. Quatsch. Haben wir hier hinten dran. Ja, das reicht. Dazu noch ein paar Kabel. Und dann haben wir ja tatsächlich... Das geht einmal so. Da hinten noch ein Eisenvorkommen frei, glaube ich. Das würden wir jetzt mal fix erschließen. Und dann klatschen wir nämlich gleich das nächste... Eisenwerk daneben. Wir schauen mal erstmal wieder Licht an hier. Wird schon wieder Nacht. Zack. Bei Gelegenheit könnten wir hier mal ein bisschen schick machen. Hier sieht das noch aus wie Fuß. Oh, was ist denn da gerade rausgekommen? Boah, geil. Das ist mal ein verdammt schöner Mond. Wie cool ist das denn? So, hier kommt das Metall an. Da haben wir noch eins, sag ich doch. Und da... Ja, reißen wir hier einmal ein bisschen weg. Zack. So. Bauen wir jetzt erstmal ein paar Fundamente hin. So. Und Licht brauchen wir doch ein bisschen. Und dann machen wir nämlich erstmal den Scheiß hier weg. Hier rein. Das ist ja schon mal schön. Bist du fertig, Hund? Was meinst du? Hältst du jetzt mal die Klappe? Nur ein bisschen.
Ein kleines bisschen. Ja. Ha. In der Zeit habe ich den Scheiß hier weggekloppt. Ach, jetzt habe ich keinen Portable Miner mehr. Den müssen wir nochmal fix bauen. Damit wir die Mine darauf setzen können. Och, Hund. Ah. Klack, 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 klack. Fertig. So. Ich glaube, ich werde die bei Zeiten auch nochmal alle gerade ausrichten. Einfach weil wegen schöner. Obwohl, ich könnte den jetzt auch einfach. Jetzt machen wir alles. Den drehen wir jetzt einfach so hin wie den da. Ja, das finde ich gut. So. Dann führt das nämlich relativ direkt. Wie habe ich denn die hier platziert? Auf den Streben. Sehr schön. Passt das eher hier? Wo passt denn das? Ja, na gut. Ganz parallel wird von nichts. Obwohl, doch, hier müsste es was werden. Noch schon mal so. Nee, so machen wir nicht. Moment. Wir wollen das für einheitlich haben, ne? Machen wir so. Und so. Dann führen wir das hier ran. Und von da aus machen wir dann nämlich so. Und so weiter. Dann kann das hier erstmal wieder ran. Zu lang. Gar nicht schlimm. Zack. Von da nach da. Zack. Kann das hier erstmal wieder weiterlaufen. Jupp. Und von da gehen wir nach da. Ach komm, das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Zack. Weg mit dem ganzen Teil. Weg mit dem Teil, weg mit dem Teil, weg mit dem Teil. Nur mal hier. Und gucken wir mal, ob wir die volle Steigung schaffen. Wird schon werden. Daran. Daran. Und ja, sehr schön. Und von hier gehen wir. Das missfällt mir eigentlich, ne? So. So. Und der Optik halber. So. Dann gehen wir nach hier. Und von da gehen wir nach. Na komm. Da. Das ist doch herrlich. Da ist eine leichte Steigung noch drin. Ist sie. Passt sie schön? Ja, ist ungefähr eine. Gleichbleibend steigend. Damit kann ich leben. So. Und dann haben wir mehr Eisen. Super gut. Aber Strom brauchen wir noch, seht ihr? Ich hab fast vergessen. Der ist natürlich voll. Aber der da nicht. Zack. Gib mal Strom. So. Herrlich. Das ist besser als Eisen. Mehr Eisen. Immer mehr Eisen. Zack. Zack. Na komm. Daran. Alter, so hoch ist nachher echt mal ein bisschen friggelig. So. Damit sind wir auch schon fast da. Schön, wenn alles vorbereitet ist, oder? Ich finde das herrlich. So. So. Expansion. Mehr Expansion. Zack. Und dann müssen wir
Bauen wir uns gleich vorne an. Wir bauen uns gleich vorne an, glaube ich, ne? Nee, so nicht. So, genau. Und dann so. Und den obersten brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Zack. So. Und eigentlich auch hier nicht mehr. Zack. Na. Ey. So. Und dann müssen wir da nach oben. Wo wir tatsächlich gar nicht hochkommen. Düm, düm. Düm, düm, düm. Aber gut, dass wir hier hinten schon unsere Treppenstufen angefangen haben. Die werden wir jetzt genau dafür nutzen. Vielleicht sind da mal wieder ein paar Strommasten im Weg, aber das ist dann halt mal so. So. Das heißt, die hier muss weg. Da kommt jetzt so ein Teil hier hin. Also man kann tatsächlich auch diese Jump Pads benutzen, aber ich finde das so tatsächlich wesentlich cooler. Hier müssen wir hin. Zack. 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 So. Schicki schick. Und dann brauchen wir hier eine Kreuzung. Eine. Und da machen wir auch gleich eine hin. Ne, wir könnten hier auch so eine Rampe hochbauen, aber halte ich für Quatsch. Wo hier machen wir einfach nur. Ne, da machen wir nur einen Steg ran. Ich muss da nicht noch eine Leiter nebensetzen. Was soll das? Das ist dann auch irgendwann Verschwendung. Und bei uns ist halt Maßgabe: We don't waste. So, dann sind wir schon mal hier oben. Das heißt, hier kommt jetzt erstmal so ein schönes großes Tor ran. Gibt es auch Türen? Türen gibt es tatsächlich gar nicht, wa? Noch nicht. Keine Eisenplatten mehr. Dann holen wir nochmal welche. Zack. Ich krieg zu wenig Schrauben, habe ich das Gefühl. Das Ding ist anscheinend voll mit Eisenplatten. Aber die Schrauben kommen nicht hinterher. Das werde ich mal pushen müssen. So, Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten. Wo haben wir die denn? Hier unten haben wir die. Zack. Wir haben noch ein paar mehr brauchen. Und dann auf nach auf. Zack. Und ein Tor bitte. Das missfällt mir eigentlich, dass das hier dann offen ist und ich dagegen rennen kann. Aber gut. Für erstmal ist okay. So. Wo geht denn mein schönes Fließband hin? Hier hinten, oder? Ja. Das heißt, hier kommt dann erstmal der hier hin. Zack. Ums Schick kümmern wir uns später. Will ich das jetzt gleich steigend haben? Dum dum. Ha. Kriegen wir doch hoch. Sehr schön. So, da kommt schon das Eisen. Das ging ja flott. Meine Fresse. So, dann muss ich tatsächlich nochmal unten reingucken. Habe ich da erst einen Container oder... Ja. Einmal Container vorgeschalten. Ah, jetzt muss ich wieder nach ganz hinten rennen. Ich muss hier dringend auch noch so einen Gehweg nach oben bauen. Das sieht ja jetzt schon ganz cool aus hier. Wie so mit einem Bank läuft. So. Hoch. Und dann schalten wir da einmal einen Container vor. Oh, Organisation. Lagercontainer. Und jetzt tatsächlich so ein bisschen in unserem neuen Baustil. Dass wir die hier mittig hinsetzen. Okay, das nimmt er nicht als Verbindungsreferenz. Schade. Aber okay. Ist das gerade? Das ist gerade. Sehr schön. So, brauchen wir eine Schmelze. Schräge Sprungfläche. Na, nein, ich will jetzt noch nicht mit dem schönen Scheiß hier anfangen. Das ist auch cool, aber... Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Produktion, Schmelzofen. Da werde ich auch... Ich
glaube, ich spare jetzt lieber ein bisschen den Platz. Tatsächlich. Aber hier werde ich eh nichts abzwacken. Und dann steht der schief. Geht das wieder los? Quatsch, Schmelze. Ich bin auch mal wieder was blind, ne? Oh. Zack. Hier zwack ich eh nichts ab. Von daher Lachs. So, nochmal ein Container zwischen. Man könnte das echt eng auf eng bauen, aber ganz so eng baue ich es dann doch nicht. Das sieht so schief aus. Oder der Container ist einfach so schmal, ne? Das sieht immer noch schief aus. Aber nein, es ist angeblich richtig. Okay, wir nehmen das so hin. So, dann brauchen wir Produktion, ein Konstruktor. Und der macht aus dem ganzen Spaß Eisenstangen. Warum geht das nicht? Verstärkte Eisenplatten. Dum dum. Wieder mal war Markus ein Idiot. Aber was ein Glück, wir produzieren die jetzt. Zack, her damit. Haben wir erstmal auf Halde. Wieso komme ich denn hier nicht durch? Komm mal klar, ey. Kannst du hier nicht mal ein bisschen schräg stellen? Ich werde die noch hier rüberlegen. Ich glaube, das nervt mich sonst. Dieses Schräglaufen ist doch total affig. Und ich weiß nicht, ob ich hiermit glücklich bin. Ich glaube, ich bin's nicht. Deswegen reise ich es wieder weg. Wir machen das alles wie gehabt. Hier ist ja recht offensichtlich die Schmelze. Aber es verschwendet so viel Platz, ey. Zack. Ja, der Container kommt auch ein Stück nach hinten. Wir behalten das hier noch bei. Ne, beim Rest nachher nicht. Da lassen wir uns was Neues einfallen. Aber wenn wir jetzt hier ständig irgendwie mal so machen, dann sieht das auch noch nichts aus. Gut, das läuft weiter. Schmelzofen auf Schmelzofen. Und dann bauen wir hier unseren Konstruktor hin. Und da können wir es eigentlich fusionieren, oder? Lassen wir es da zusammenlaufen. Haben dann einfach nur umso mehr Eisenstangen. Wieso kriegst du nicht genug Rohre? Irgendwie kommt der nicht hinterher. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir haben doch hier Förderbandfusionator. Ne, wenn wir den da so hinsetzen. Den jetzt einfach hinbauen? Läuft das weiter? Ja, geil. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Das gefällt mir. Sehr gut. So, müssen wir da nur irgendwie ein Förderband hinkriegen. Und wir müssen das erstmal ins Laufen kriegen. Ich bin schon wieder weiter, als ich sein muss. Produktion Konstruktor. Ich könnte da jetzt, kann ich jetzt eigentlich im Konstruktor direkt Schrauben draus machen? Das würde mich ja mal interessieren. So, da wäre normal. Hier müssen wir einen versetzen, damit die Wand hinpasst. Ja, ich kann jetzt alternative Schrauben. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Wir könnten uns eigentlich einen Schritt sparen. Brauchen wir zwei Eisenplatten für? Wie viel brauchen wir dafür? Ein. Ja, theoretisch ist das effektiver. Brauche ich halt ein Eisen für, brauche ich zwei Eisen für. 8 Sekunden, 4 Sekunden. Ja gut, aber da nochmal 4 Sekunden sind wir bei gleich Produktionszeit. Die Produktionszeit ist erstmal identisch.
Kann Energiefragen. Achso, kann er bauen. Geil. Wer automatisiert das denn? Wir haben so viele Schnecken. So. Das haben wir soweit. Wie kriege ich das eine zum anderen? Erstmal kommt hier ein Zwischenlager hin. Passt hier noch ein Zwischenlager hin? Nein, hier passt kein. Doch, passt. So, welches zeigt er mir da jetzt an? Das hintere, oder? Ah, ja. Ne, dann muss er so. So, dann geht er hier nämlich wieder rüber. Weil der ja leicht schräg steht. Und dann haben wir erstmal hier eine Wand. Damit wir hier sauber durchlaufen können, gehen wir einen höher. Machen wir das so? Oder machen wir hier so einen mit Wandhalterung? Eigentlich auch ganz cool, ne? Ja. Das machen wir dann nämlich so. Und dann nehmen wir den hier. Wand mit Tür links. Hier haben wir doch eine. Mensch. Zahl mal her. Na, geht doch. Viel besser. So, haben wir auch eins hier mit Förderband links. Tür, Tür, Tür. Ist alles mit Türen. Ja, das ist ja scheiße. Dann nehme ich erstmal so eins. Solange wir keins mit Tür rechts haben. Das ist doch doof. Warum geht denn das nicht? Naja. Gut. Wir nehmen das hin. Wir arbeiten mit den Möglichkeiten, die uns das Spiel liefert. So, damit wären wir dann hier. Und müssen irgendwie hier ran. Und dafür könnten wir ja eigentlich mit diesem Lift arbeiten. Moment, das wird gut. Das wird richtig gut. So, Lift. So. Ich weiß zwar nicht, wo der hier potenziell angespackst sein soll. Ah Gott. Da und da. Achso, ah. Ist ja genau falsch rum, ne? Das ist ja doof. Kann ich das nicht irgendwie umstellen? Für der Lift. Wird verwendet, um Ressourcen zwei Etagen zu befördern. Das will ich ja nicht. Ich will ja, also will ich schon, aber ich will runter. Ich guck mal, ich baue die mal erstmal und dann gucke ich mal, ob ich das umstellen kann. Kann ich das umstellen? Nein. Wenn ich jetzt von da nach da gehe, geht auch nicht. Ich könnte hier ran. Was ja Quatsch ist. Warum soll ich da rein wollen? Wie kann ich das umstellen? Wenn ich da rangehe und dahin, was passiert dann? Kann ich nicht. Mann! Das nervt mich jetzt. Da hat man schon mal so einen schönen Lift und kann den nicht richtig benutzen. Ich will nicht so ein Kringelding bauen, das ist doch scheiße. Wie kann ich den umstellen? Bauen, rechte Maustaste zurück zum Baumenü. Scroll up, down ist drehen, an Leitlinie ausrichten. Oh, ist ja auch cool. Das wusste ich noch nicht. Wie kann ich das machen? Das ist eigentlich... Ne, ich kann ihn nur rauf und runter setzen. Wie machen wir das? Zack. Jetzt
muss ja irgendwie gehen, wenn ich hier rangehe. Ich kann den aber nicht... Ich meine, hier steht auch rauf und runter. Ne? Also theoretisch muss der doch konfigurierbar sein. Wo geht das? Fix it. Erzähl mir. Dismantle. Hold control to dismantle. Okay. Maximum dismantle limit. Okay. Wie machen wir das? So will ich das nicht. Ich baue mich mal da oben hoch. Wir gucken jetzt mal, dass wir das provisorisch einmal so machen. Komm. So, dann wissen wir erstmal, woran wir sind. Warum kann ich hier jetzt nicht weiterbauen? Weg damit! So. So. Wenn wir jetzt hier... Ich meine, Lift ist klar, ne? Sagt er auch eigentlich... Nicht runter, sondern rauf. Ah, geht doch. Na, siehst du wohl. Erzähl mir doch kein Scheißspiel. Alles geht, nichts muss. So, dann wollen wir es aber hier oben haben. So, so, so. Ich hoffe, das passt. Also theoretisch direkt davor. Theoretisch. Praktisch nicht. Ein Gefrickel. Aber gut. Muss halt auch mal sein. Ich will mal einmal was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier so einen Lift dran setze, kann ich dann da durchbauen? Nee. So weit weg will ich es aber nicht haben. Geht auch nicht, weil im Weg. Das ist doch scheiße. Wie soll ich es denn hier oben hinbauen, wenn ich da nicht drüber hinwegkomme? Wir gucken mal. Hier haben wir eine. Ich brauche eine Leitlinie. Komm her. Da haben wir eine. So. So. Und jetzt rechte. Warum macht er das denn nicht? Wenn ich rechts STG an Leitlinie anschließen. Ich will das jetzt aber spielen. Ich will das so haben. Wenn ich das so haben will, hast du das zu machen. Nicht genug Freiraum. Scheiß noch eins. Okay. Ich denke da mal einen Gedanken ein bisschen drüber nach und fülle jetzt erstmal unseren Hyopai da hinten auf. Wie? Wie zur Hölle? Ich habe echt keine Ahnung gerade. Das macht mir immer fertig. Quatsch. Hier müssen wir ran. Farbpistole, das letzte bisschen. Echt jetzt, ich muss nochmal losrennen, Kupferkabel holen. Am Arsch. Naja, gut. Wir holen nochmal Kupferkabel. Oder können wir welche machen? Nee. Also Draht, nicht Kupferkabel. Nochmal hin, nochmal her. Ich brauche irgendein Fahrzeug, ey. Muss ja hier mal ein bisschen schneller gehen. Kann ich da eigentlich Treppen anschließen? Das wäre auch voll cool. Zack, ich hüpfe immer noch so viel. Ich wollte weniger hüpfen. Weil Hüpfen voll doof ist. Ich habe gedacht, ich habe hier Unmengen. Ah doch, ich habe immer noch Unmengen davon. Alles cool. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich gleich... Hui! Irgendwie einen Lift für nach unten kriege. Aber das kann nicht sein. Das muss doch irgendwie gehen. Dass der auch nach unten arbeitet. Also wenn ihr Ahnung habt, wie, haut's in die Kommentare. Ich komme wahrscheinlich von selbst wieder nicht drauf. So. Quatsch. Hier hin. Und Feuer. Woo!
Feuerpistole. Der braucht jetzt 2,5 Minuten. Bin mir ja gespannt, was ich gleich kriege. Abflug! Und Strom alle. Gut, dass ich gerade hier bin. Gut, dass ich gerade hier bin. Wie viel hast du? Oh ja, du hast ordentlich was reingehauen. Das finde ich gut. So habe ich mir das vorgestellt. So, du bist dran. Nanu? Wer ist denn hier alle? Von euch noch keiner auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht irgendwie was Neues gebaut. Oder angeschlossen zumindest nicht. Der ist auch nicht ausgefallen. Der ist der ganz hinten ausgefallen wahrscheinlich. Jupp. Gibi. Läuft. Sehr schön. Aber wir brauchen demnächst wieder mehr. Aber wir gucken mal. Jetzt müssten ja bald eigentlich auch mal diese scheiß Kraftwerke kommen. Achso. Oh, Weltraumlift ist auf der Karte markiert. Ist auch schön. Ist auch ein geiles Teil, ne? Meine Fresse. So, aber zurück zum eigentlichen Problem. Denn das eigentliche Problem ist immer noch, wie kriege ich den Lift da runter? Ich meine, ich könnte jetzt einfach nochmal Container draufbauen, aber das ist doch auch bescheuert. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Ne? Lift wird ja auch eher passend zu... Naja. So, kann ich nirgends hinbauen. Ach, jetzt geht das. Komm, leck mich doch, ey. So, nochmal. Das ist doch echt behämmert. Ich hätte mir mal eine Leitlinie lassen sollen. Wir gehen mal einmal hoch. Gucken, dass wir das passend hier hinkriegen. Das müsste hinkommen. Kommt das hin? Sag mal was. Boah! Abgestürzt. Zack. Ja, das kommt hin. So, und hier ist... Oh, geil. Es ist direkt angeschlossen. Das ist ja cool. So geht's. Schön. Manchmal ist gut. So, jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen Strömung, damit der Scheiß auch läuft. Und dann ist das doch schick. Muss alles noch konfiguriert werden. Du machst bitte Eisenstangen. Du machst Eisenbarren. Und wir machen Generatoren. Woo! Das mit dem Springen ist hier echt cool. Wuhu! War vielleicht ein bisschen weit. So, aber die 2,5 Minuten sind rum. Wir können gucken, dass wir jetzt eventuell... Nee. Müssen wir einen Weltraumlift machen. Scheiß noch eins. Scheiß die Wand an. Gut, dann brauchen wir erstmal noch einen Generator. Energie. Biomassebrenner. Den 5-millionsten gefühlt. So. Kommt ja ans Netz. Jetzt gehen tatsächlich so ein bisschen die Strommasten aus, ne? Wir stellen mal einmal die Produktion still. Weiß ich selber. So. Zack. 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 So, jetzt sollte fast alles wieder Strom haben. So, aber du nicht und du auch nicht. Ihr kriegt von hier. Du musst auch nicht da hinten hin. Ja, alles cool. Bleib mal locker spielen. Du kriegst von hier und du kriegst von hier. So. Dann holen wir nochmal ein bisschen Treibstoff. Und dann können wir gleich alles ins Laufen bringen. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack mal, was du kannst.
So, haben wir ein bisschen Puffer. 140 Megawatt haben wir. Ja, wird eng, ne? Aber es wird schon. Oh, ich finde den so geil. Leck mich fett, ey. So. Warum habe ich hier nicht gleich eine Treppe jetzt hingebaut? Wenn ich sowieso schon mal hier bin. Ich muss sowieso jetzt ständig da nach oben. Hätte ich mir da auch gleich eine Treppe bauen können. Das heißt ständig. Ich muss eigentlich nur jetzt einmal nach oben, um den ganzen Scheiß hier fertig zu machen. Dann wäre es das schon wieder gewesen. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier können wir die Strommasten gleich so bauen, wie ich sie zukünftig immer bauen will. Nämlich daneben. Zack. Kriegst du von dem. Und du von dem. Und dann machen wir... Ja, wie machen wir das? Ich glaube so. Und das gleiche machen wir dann da drüben. Das ist genau hinter der ersten Platte. So, so. Ja, das ist voll okay. Ne? Dann machen wir nämlich hier auch einen hin. Obwohl, brauchen wir nicht. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Irgendwo muss der Strom hierher kommen, ne? Die Frage ist, wo kommt er her? Idealerweise von da. Das heißt, wir machen hier doch einmal so. Dann spacksen wir hier nämlich noch einen zwischen. So. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Damit läuft die Produktion. Und dann gehen wir hier einmal runter. Zack. Und spaxen das. Warum geht das nicht? Ach, nicht genug Freiraum. Da muss ich wieder die scheiß Wand wegreißen. Das ist so affig. So, legen das einmal alles still. Ach, komm schon. Das war wohl ein Scherz oder was? So, das dahin. Dich reißen wir tatsächlich auch nochmal komplett weg. Hier machen wir so weiter. Aber richtig rum bitte. So. So. Setzen da nochmal ein paar Fundamente ran. Tüp, 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 tüp. Reißen dieses blöde Biotop hier weg. Und verabschiede dich. Oder auch nicht. Dann halt. So. Komm. Rabimmel. Der Scheiß kommt gleich in den Fusionator. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. So, und dann können wir jetzt nämlich... Halt die Fresse, du scheiß Kettensäge. Nerv mich nicht, ey. So. So. Und dann spacksen wir hier nochmal so eine ran. Ja, wir machen es gleich vollständig. Und dann. Wo? Und dann haben wir das auf einer Linie. Das ist auch gleich schick. Von da nach da, von da nach da, von da nach da. Think big. So, dann müsste alles wieder angelaufen sein. Und alles ist wieder schick. Sehr schön. So und so. Und dann haben wir da wieder was, womit wir arbeiten können. So, können wir hier noch ein Fundament hinsetzen. Ja, sehr schön. So lobe ich mir das. Und dann arbeiten wir jetzt nochmal ein bisschen mit Stegen. Halt die Fresse. So, wie machen wir das hier? Wir machen da oben wieder ein Tor ran. Dann würde ich sagen... Oh, ist ja auch schön. Schön, dass ich das jetzt auch mal zu hören kriege. Aber ich finde die anderen schöner tatsächlich. Viel schöner.
Deswegen nehmen wir die. Aber nicht so. Wir fangen damit tatsächlich an. Warum kann ich da nicht? Nicht genug Freiraum. Was ist denn da am Weg? Wahrscheinlich der blöde Lift, ne? Das kann nicht angehen. Dahinter können wir auch nicht lang, weil da das Ding ist. Ach komm, ey. Das nehmt ihr im Weg? Also für mich ist da genug Luft. Mehr als genug. Aber dann da hinten kann ich nicht. Glaube ich zumindest. Wieso kommt da eigentlich nichts? Wieso hast du keinen Strom? Bist du doof? Los, ran da. So. Der läuft erstmal wieder. So. Dann. Zack. Muss hier natürlich ein Förderlift hin. Wo wir können erstmal jetzt. Jetzt können wir erstmal den Gehweg bauen. So machen wir das. Organisation. Jetzt bauen wir hier erstmal den Weg hin. Damit das alles passt. So. Und jetzt gucken wir, dass wir hier einen Lift hinpratschen. Das sieht man wieder ultra beschissen. Daneben. Ich glaube, damit kann ich leben. So. Und das funzt wahrscheinlich nicht. Nee. Das heißt, du musst nochmal weg. Dann drehen wir den Miner einmal ein bisschen. Zack. Sagen wir, die Förderwand einfach läuft so. Und dann machen wir so. Dann steht das immer noch nicht schön. Jetzt machen wir es gleich richtig hier. Jetzt machen wir es gleich richtig. Komm mal her. Einmal hoch hier bitte. Na das. Gott, ich brauche eine Treppe. Jetzt machen wir es gleich richtig. Dafür brauchen wir. Ja, wir sind auch gleich durch. Egal, ich rufe gleich zurück. Das passt schon. Da entlang. Oh, ich hoffe, das passt. Warte mal, ich kann auch da unten, kann ich doch ein Fundament langsetzen, oder? Passt das noch? Also da natürlich nicht. Aber da noch. Ja, das ist ja der Shit. Das heißt, hier kann ich jetzt ein Förderband hinsetzen. Nee, brauche ich nicht mal. Ich kann da einen Lift hinsetzen. Das ist noch viel besser. Logistik. Förderlift. Ja, perfekt. Und so den Eingang. Und so den Ausgang. Und dann machen wir so. Und ist das gerade? Das ist gerade. Oh, wunderbar. Meine Güte. Das ist ja die Wucht in Tüten. So, hier können wir leider kein Fundament mehr langlegen, aber so, das können wir machen. So. So. Dann gehen wir von. Nee, das geht nicht. Okay, schade. Ja, wir müssen mal ein bisschen experimentieren gerade. Das geht doch garantiert auch nicht. So. 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 Und dann hier rum. Ich glaube, so finde ich das schick. Ja, so lebe ich damit. Zack. Und dann sind wir. Tatatata. Nämlich hier. So. Und jetzt bauen wir uns einen schönen Weg nach da oben. Mal schauen. Windel? Nee. Fundamente auch nicht. Organisation. Da. So, fangen wir mal damit an.
Ach komm schon. Ach nee, zu teuer. Ich wollte gerade sagen, das kann man jetzt hier angehen. Gut. Mit zu teuer kann ich leben. Mit zu teuer kann ich sehr gut leben. Alter, wie lange diese Optimierung gerade hier dauert, ne? So, hier sind noch Eisenplatten. Hier sind Eisenrohre. Kommen weniger an, als ich gedacht hätte. Kommen überhaupt welche an? Ja. Kommen sie. Damit sind wir immerhin erstmal im Plus. So, du hast vorhin gesagt, wieso bist du nur bei 80%? Wieso kriegst du so wenig? Ist doch alles da. Und trotzdem ist, weil du nicht weitergeben kannst alles, ne? Doch, eigentlich auch. Wieso arbeitest du denn nur mit... Du bist voll. Ach, du könntest mehr. Ah. Da machen wir nachher mal eine Schnecke rein. Haben wir noch eine? Ja. Machen wir gleich jetzt. Super cool. So, und dann hau doch mal... Gib doch mal Gas hier. Jetzt läuft die Hürde. Naja, besser. Wieso ist denn jetzt nur 61%? Verstehe ich nicht. 54, 60. Ausgabe alle 2 Sekunden. Der ist auch nicht voll. Der kann nicht produzieren, weil er zu wenig Schrauben bekommt. Das ist doch scheiße. Gut, das ist jetzt gerade nicht unser Problem, aber das ist scheiße. Mist. Mist, Kack, Mist. Habe ich Eisenstangen geholt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, 100. Sehr schön. Habe ich Eisenplatten noch genug? 25, das könnte eng werden. Nehmen wir dann aber hier mit. Wenn wir schon mal hier sind. Zack. Oh, haben wir ein paar. Schön. Wir leben den Überfluss. Herrlich. Okay, das erste Fabrikgebäude wird damit auch gleich höher als dieser Aussichtsturm. Ist auch gut. Manchmal ist das so. So. Hier machen wir jetzt Folgendes. Erstmal ein schönes Tor hier ran. Hier reicht eigentlich eine Tür. Hier brauchen wir nur eine Tür. Denn dann bauen wir uns hier eine Treppe runter. Ja. Zack. Und es ist nicht bei Wände, es ist bei Organisation. Finde ich immer noch seltsam platziert. Nein, jetzt ist das Ding wieder im Weg, ey. Ach, komm schon. Das ist doch scheiße, ey. Krieg eine Macke mit diesem Scheißlift hier. So, ich baue jetzt erst diese Kacktreppe. Und dann sehen wir weiter. Das ist ja so kein Zustand. So, wie machen wir das? Machen wir da die Tür? Da haben wir die Tür. Doch, wir können gleich wieder einen hochgehen. Wir nutzen den Platz, den wir haben. So. Und so, und so, und so. So. So, und das war dumm. Treppe bauen ist immer... Also so hohe Treppen ist echt schwierig. Hier machen wir aber wieder so eine Kreuzung hin. Und da wieder ein hoch. So. Und dann rum. Rum, rum, viele Bumm. Und hoch hinaus. Und dann sind wir, glaube ich, schon auf der Höhe. Der Shit. Ist das die richtige Höhe? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich vermute einfach mal. Nee, ich glaube, es reicht nicht ganz. Nee. Aber gar nicht schlimm. Wir können noch mal höher. Zack. Und dann passt's. Wunderbar.
So, will ich noch so eine Treppe bauen? Ja, ich baue noch so eine Treppe. Ne, hier kommt einfach nur... Mann, was soll denn das? So. Weg ran und dann passt das. Dann können wir hier gemütlich rauf und runter bauen. Und hier bauen wir einfach rüber. So. Aber nichtsdestotrotz fehlt hier jetzt noch ein Lift. Und weil ich das schick haben will... Zack. Kommt da jetzt erstmal eine andere Wand rein. Das ja nur mit diesem Wand links ist. Das ist doch scheiße. Na gut. Machen wir so. Das stört mich ästhetisch einfach weniger. So, dann können wir nämlich den Lift wieder... Tü-lü-lü-lü-lü-lü-lü. So hoch. Ach, zu hoch gebaut. Quatsch. So muss er. Wir gehen einfach mal hoch und gucken. Was haltet ihr davon? Ist eine Idee, oder? Ach komm schon. Hier ist noch ein bisschen frickelig. Hab ich hier schon eine Trennung? Ja. Hier ist auch schon angebunden. Sehr schön. So. Dann können wir einfach gucken. Nein, hier können wir genauso beschissen gucken. Ist doch unglaublich. Dann machen wir es so. Ich glaube, das ist die Höhe. Ja. So. Das Ding steht. Das heißt, du gehst hier ran. Und dann sollte das wieder laufen. Wieso läufst du nicht? Weil du keinen Strom hast. Das ist dumm. So, jetzt hast du Strom. Und jetzt müsst ihr langsam alles wieder anlaufen. Hier ist wahrscheinlich, blinkt wahrscheinlich schon alles muntergelb, ja. Alles, was irgendwie mal übrig war, ist aufgebraucht. So. Geht los? Geht los. Sauber. So. Das ist doch schon mal was. Damit können wir arbeiten. Damit können wir sogar gut arbeiten. Finde ich. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde das gut. So, machen wir hier noch eine Treppe runter. Wenn wir schon dabei sind. Zack. Zack. So. Und dann kommt hier doch langsam Struktur rein. Wuhu. Ja, so gefällt mir das. Ich finde das klasse so. Wir gucken uns da drüben nochmal die andere Seite an. Das läuft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge tatsächlich angelangt. Das ist ein Ding, oder? Warum bist du voll? Weil du zu langsam bist. Warum bist du zu langsam? Was ist dein Problem? Jetzt ist Effizienz 100%. Also irgendwie springt das hier immer ganz bescheuert. Ich weiß nicht warum. Der hat definitiv von allem genug da. Aber irgendwie... Da, wieder abgesackt. Warum sagt das... Achso, nee, doch nicht abgesackt. So, 0%. Ich weiß nicht, ob die Förderbänder zu langsam sind oder was weiß ich. Ich habe echt keine Ahnung. So, wir haben ein paar schöne Probleme heute gelöst. Wir haben unsere Eisenstangenproduktion wieder angekurbelt. Wir können dann demnächst hier weitermachen. Wir haben da wunderschön jetzt einen Fusionator dran, sodass da jetzt auch ein kleiner Puffer entstehen sollte. Yep. Und hier natürlich auch. Yep. Feini fein. Das heißt, wir können in der nächsten Folge vielleicht mal anfangen, Rotoren zu bauen, bevor wir hier oben unser Bollwerk weiter hochziehen. Hier, das mal jetzt noch. Das geht so nicht weiter. Komm her hier. So. Und so.
Sonst kriege ich eine Macke. Das nervt mich das bis nächste Woche. Zack. Besser. Hoch, runter, hoch, runter. Fein. So stelle ich mir das davor. Ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal ein bisschen klettern. Und gucken uns das Ganze mal von oben an. Was hier heute so geworden ist. Wir haben ordentlich was geschafft tatsächlich. Also wir haben mehr Eisen rangebracht. Das heißt ordentlich was geschafft. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben da angefangen, die nächste Produktionslinie zu ziehen. Das gefällt mir überhaupt erstmal sehr gut. Wir haben da hinten mehr Eisen zugebracht. Das werden wir auch nochmal irgendwann schön machen. Das sieht echt noch scheiße aus, oder? Das nervt. Also mich nervt's. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das sind so die Kleinigkeiten. Und dann wird hier doch langsam echt schicki was draus. Wir haben das Problem gelöst. Wir haben einen Gehweg endlich hochgezogen. Ja, das ist schon alles cool, wie es ist. Ne? Irgendwann noch Mauern rumziehen und dann steht das Ding. Der steht schon wieder. Ey, ich guck mir das nochmal an. Moment. Eigentlich Feierabend, aber eigentlich genervt. Warum produzierst du so langsam? Immer wieder. Hier steht der Zulauf sogar. So Leute, wer kann mir das erklären? Also hier sackt die Effizienz immer wieder ab. Aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt. 47%, der könnte auf 100 laufen, weil der voll ist. Warum ist der so kacke? Schrauben, ja. Fahrpatronen. Das werden wir bei Zeit mal machen. Aber ich will jetzt wissen, warum das so ist. Also, wer da eine Ahnung hat, wie hängt denn die Kamera hier? Bin ich dagegen gekommen? Egal. Wenn ihr wisst, wie ich das hier hochkriegen kann, weil ob ich jetzt hier die Dings drin habe oder nicht, ist glaube ich Lachs. Ne? Läuft ja nie auf 100%. Jetzt läuft es auf 100%. Was soll denn das? Taktfrequenz. Jetzt wieder hochziehe. Warum ist das so? Ist das irgendwie gerade ein bisschen buggy oder... So, jetzt läuft es schneller. Zack. Ich verstehe es nicht. Ich komme auch keine rauf. Also ich weiß nicht, kommen die so schnell wieder rein? Effizienz 0%, sagt er. Aber es kommt offensichtlich welche raus. Naja, es ist, wie es ist. Wie gut produzierst du? 26%. Wahrscheinlich, ja, in der Mangelung an Schrauben. Gut, aber gut. Der zwackt ja hier auch noch ab. Ne, dass wir beides ein bisschen haben. Warum habe ich das eigentlich hier rüber gebaut? Ich hätte auch einfach nach darüber. Na egal. Egal. Achso, damit ich hier sauber durchlaufen kann. Deswegen. Sehr gut, wieder was gelernt. So, und irgendwann freue ich mich drauf, wenn wir hier noch einen Bahnhof ranspaxen und dann von hier aus unsere Güter abholen. Das wird auch gut. So, jetzt aber. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo. Habe ich immer wieder gerne. Kann ich noch ein paar gebrauchen. Ich bin noch nicht mal bei 100. Aber wir kommen voran, fast bei 60 jetzt. Und ja, demnächst gibt es ein kleines Special-Video. Ne? Ich tease das hier einfach mal an. Ist ein kleines Geheimprojekt. Und ja, ich werde euch natürlich, wenn ihr die Glocke anhabt, direkt informieren, dass es soweit ist. Ist ganz cool. Ich habe da ein bisschen was gebastelt. Und werde euch das demnächst mal zeigen. Man darf gespannt sein. Ne? Ich danke euch auf jeden Fall sonst wie immer fürs Zugucken. Da hinten sehe ich schon wieder was Gelbes, warum auch immer. Achso, ja, ich weiß warum, weil kein Treibstoff mehr produziert werden kann. Und ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar Bertholdsson. Bis dahin, reingehauen und tschüss.